Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einer neuen Folge von MW2 Road to Commander. Ja, hat sich gereimt. Da und ja. Ich bin der beste Reimer, weil ich sollte Rapper werden. Ich glaube, ich muss mit Eminem konkurrieren. Ja, definitiv. Ich würde aber gerne auf ein Eminem-Konzert gehen. Richtig gerne. Oder auf ein Rihanna-Konzert. Eins von beiden. Also, die beiden sind richtig geil, Mann. Fast so geil wie ich, Mann. Na, kleiner Spaß. Ja, wir müssen noch warten, bis wir die Mini-Uzi haben. Erst ab Level 44. Ich werde mal versuchen, für die P90 Schalldämpfer freizuschalten. Damit wir nicht so gesehen werden, wenn wir zocken. Das wäre nämlich nicht so schön. Und ja, ich muss sagen, es ist definitiv besser, wenn ich morgen mittags aufnehme, weil abends muss ich immer so leise sein. Dann gilt das immer so, wenn ich abends aufnehme. Gut, wir spielen jetzt auf Scrapyard und diese Map ist voll cool. Denn da redet einer im Hintergrund, den werde ich gleich mal auf Stumm stellen. Aber klingt wirklich so, also ihr wisst Bescheid. Ich glaube, die vorletzten zwei Parts waren so, wo ich irgendwie so leise reden musste. So, was haben wir? An Orange Frog. So lustig der Name, Alter. Ich muss voll lachen gerade. Kleiner Spaß. So, mal wollen wir mal sehen, ob wir ein paar ernstzunehmende Gegner hier drin haben. So, nee, auf jeden Fall nicht. Nee, nee. Wie immer eigentlich nicht. Also entweder ich bin zu gut oder die Gegner sind zu schlecht. Ich denke einfach, die Gegner sind zu schlecht. Das soll ja auch gar nicht angeblich rüberkommen oder so, ne? Aber es tut mir leid, manche Gegner spielen echt wie richtige Loser. So, hier muss einer sein irgendwo. Da unten. Vielen Dank, Rupung. Wie sieht auf diese Waffe? Ist echt gut. Der ist da. Der kommt allerdings nicht hier lang. Nee. So. Nein, 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 nein. Nein, mein Kill wurde geklaut. Ach du Scheiße. Wisst ihr was? Ich zünde einfach meine Predator jetzt. Ich wollte eigentlich einen Payflow ohne Dings da bekommen. Was? Ich wollte nämlich mein Payflow bekommen, ohne eine Killstreak zu benutzen, aber naja, gut. Ach doch, du meine Güte, Alter. Nein, ich habe hier nicht meinen... Oh, der Typ... Oh, scheiße, der Typ... Alter. Der Typ holt die Kills ab, Alter, muss ich ja auch sagen, Alter. Hä, wo? Ach, da. Muss sagen, der Typ ist echt nah mit mir. Alter Schwede. Na gut, das macht wenigstens die Sache ein bisschen interessanter. Alter Schwede, scheiße. So unfair, ich bin noch gerade gespawnt. So unnötige Tode, wisst ihr? Aber dagegen kann man nichts tun. Ihr merkt es ja auch, ne? Alter, ach, das nervt wirklich. Komm schon, Alter. Das nervt einfach super mega duper, Alter. Mein Aiming, Alter, aber heftig, ne? Ach du meine Güte. Scheiße. Sieht nicht gut aus für uns, Leute. Sieht nicht gut aus. Ich treff den, Alter, ich treff den einfach nicht. Das ist ja nicht, ich treff den einfach nicht. Alter, ich treff den einfach nicht. Also, ich treff den wirklich gar nicht. Woran liegt das denn, bitteschön? Also, ist ja echt richtig schrecklich. Sag mal, der Typ hat auch kein Leben, ne? Nee. Und der Sniper sowieso nicht, Alter. Aber welcher Sniper hat schon bitte schon ein Leben? Feindliche Harrier im Anflug. Der ist da irgendwo. Ach du Fuck! Scheiße! Der campt da die ganze Zeit. In der Ecke, deswegen hat er jetzt die ganzen Kills bekommen. Oder? Ne, die boosten nicht, Alter Schwede. Im letzten Part dachte ich, die boosten. Wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob die auf Terminal geboostet haben. Ich kann nichts machen, weil... Weil er hat einen Harrier oben. Ich will mich nicht killen lassen, weil das gibt ihm nur einen Kill. Bisschen aufpassen. In die Lüfte gucken. Also hätte ich den jetzt nicht gekillt oder sowas, ne? Alter Schwede, scheiße.
Ich glaube, das Ding ist. Sorry, aber die Waffe ist echt nicht so. Das ist nicht, glaube ich, gar nicht meine Schuld. Also entweder mein Aiming ist richtig scheiße. Oder ist nicht meine Schuld. Aber ich denke. Ja, eher das erste, Alter. Sag mal, hat der Typ einen Taktikeinstieg dort oder was? Das Ding, was der Typ falsch macht, der verlässt sich nur auf seine Killstreaks. Er kriegt zwar seine Killstreaks, er erkennt sie sich halt. Und das ist in diesem Spiel halt gut möglich. Aber er, ja, er versteht das gar nicht, Alter. Er weiß nicht, dass Killstreaks nicht die ganzen Kills machen, das weiß er einfach nicht. Wurde, ach Gott. Ah, Mini-Uzi, nice. Geil, kann ich euch die mal kurz zeigen? Das ist sie, so schießt sie, richtig geil. War damals mal eine meiner Lieblingswaffen. Super, super spaßig, die Waffe. Super, super spaßig, Alter, muss man sagen. Eine verdammt spaßige Map. Ich meine Waffe. Ah, scheiße, der Typ hat die auch. Von dem habe ich sie, ja. Ach, scheiße. Ja, das wird nichts, glaube ich. Muss warten. Seht ihr? Also, richtig gute Waffe. Ignorieren wir den einfach mal, weil... Der geht mir nur auf die Nerven. Der Typ ist gestorben. Nein, da hinten ist er. So ein Opfer. Vor allem, wie der sich Mühe gibt, mich zu killen, ne? Als hätte der kein Leben oder sowas. Sorry, aber... Manche Gegner, die wissen einfach nicht, was es geht. So, das war's. Ja, war nicht so ein einfaches Game, muss ich sagen. Am Anfang hatte ich ein paar Probleme, weil da irgendein... Ich glaube, das war der Typ mit der Mini-Uzi. Hat ja auch Killstreaks und sowas bekommen. Geht mir natürlich immer auf die Nerven, wenn die Killstreaks bekommen, weil... Ich bin halt ziemlich eingeschränkt immer und ich will ihnen ja auch nicht irgendwie freie Kills geben. Was man aber sagen muss, wie gesagt, die fokussieren sich meistens auf die Killstreaks. Die denken, die machen alles und man selber muss dann gar nichts mehr machen. Das ist Unsinn. Ich mache einfach weiter meine Kills hin und führe trotzdem, weil bei einem Payflow oder sowas, die meisten verstecken sich einfach irgendwo. Deswegen geht es darum zu rushen und wenn er nur in der Ecke hockt, dann braucht er sich nicht zu wundern. Ganz einfach. So, tut mir echt leid, aber dann ist das halt so. Gut, haben wir jetzt Schalldämpfer für die Waffe? Leider noch nicht. Es fehlen uns noch ein paar Kills. Ich schätze mal noch so 10 Kills oder sowas, schätze ich mal. Auf jeden Fall in diesem Spiel. Wenn ich die Waffe benutzen sollte, dann bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch die TAR. Da bin ich mir ernsthaft nicht ganz sicher, was ich am besten benutze, was ich am, ja, jetzt benutzen sollte. Vielleicht die Intervention. Nee, nicht auf dieser Map, glaube ich. Ich finde die Intervention auf jeden Fall besser als die Barrett, muss ich aber allerdings sagen. Nee, auf Favela benutze ich nicht die, die Dings da. Die Sniper. Ich denke, das lohnt sich nicht. Ich könnte die Farbe... Na, ich benutze die TAR, glaube ich. Ja, ich denke, ich benutze die TAR mal. Wir haben sogar noch die Vector. Oder wollen wir die Vector mal benutzen? Ja, wieso nicht? Ein bisschen zur Abwechslung ist ja ein Road to Commander, wo wir ein bisschen Abwechslung reinbringen wollen. Ich spiele ja sowieso meistens nur mit denselben Waffen, was ja auch ziemlich langweilig werden kann, wenn man es so nimmt. Das stimmt ja auch. Und was dieses Ding da benutzen soll, ich habe keine Ahnung. Pfeil nach links, Sternchen, hier, das hier. 0, 0. Oder ein OO, keine Ahnung, irgendwie so. Naja, gut. Favela, ich finde diese Map richtig geil, weil sie erweckt Glückshormone. Ist wirklich so. Favela erweckt Glückshormone. Klingt ein bisschen komisch, aber immer, wenn ich sehe, wegen den Palmen und sowas. Ist, ohne Scheiß, ist wirklich so. Ich denke, das ist auch... Die Entwickler haben das irgendwie auch ein bisschen so... Ja, wie soll ich sagen, mit Absicht gemacht, weil Palmen und sowas, ich finde, das weckt Glückshormone. In einem Menschen. In mir zumindest. Ich kriege immer gute Laune, wenn ich Favela sehe. Immer. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann es euch nicht erklären. Als ich mit dem Road to Commander hier angefangen habe und ich Favela gesehen habe, ich habe mich so gefreut. Ach, scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, was hätte ich da machen sollen, Alter? Was? Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn erwische. Hab nur aus Verzweiflung so ein bisschen geschossen. Der Typ hat schon 3 Kills. Ach du Scheiße. So, mal sehen. Hier spawnen auch ein paar Leute, aber im Moment ist da leider keiner. Die Waffe ist übrigens auch einer der präzisen... Ach du meine Güte, ernsthaft. Was? Ach. So. Muss man aber oft nachladen, weil sie so schnell schießt. Und die Waffe schießt wirklich super, super schnell. Ach du meine Güte, scheiße.
Ja, das wird kein einfaches Spiel. Hab's aber auch nicht einfach, muss ich sagen. Ich möchte schneller nachladen für die Waffe eigentlich, wenn ich es so sehe. Marathon ist das falsche Perk für die Waffe, finde ich. Ach du meine Güte, ernsthaft? Dein Ernst? So. Boah, der... Ah! Diese Sniper, oh, die gehen mir so auf die Nerven. Das nervt aber auch ernsthaft, Alter. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Was? Hab ihn sogar angehittet, was für eine Scheiße. Ich treffe ihn nicht. Es nervt. Das Ding ist, ich krieg zu wenig Kills. Ich gewinne zwar die meisten 1-on-1s, also 1 gegen 1. Aber ich krieg zu wenig Kills im Großen und Ganzen. Muss die Waffe wechseln, weil ich nicht mehr so viel Munition habe. Achtung. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Boah, hat er mich noch bekommen. Wegen meinem Fail-Aim. Es gibt Marathon Pro. Wir haben hier Marathon. Aber anscheinend nicht Marathon Pro, weil wir nicht schneller klettern können. Fällt mir gerade auf. Ich weiß gar nicht, was muss ich machen für Marathon Pro. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Muss ich gleich mal nachsehen. Ach du Scheiße. Er führt. Ich kann es nicht glauben. So, der Typ geht da lang. Oh, scheiße. Ich bräuchte Rotpunktvisier für diese Waffe. Ah, ich bräuchte so vieles für diese Waffe irgendwie. Ach du Scheiße, verliere ich dich ernsthaft? Was? Was? Hä? Achtung, feindliche Vorräte. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Achtung. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ich hätte gedacht, er wäre schon längst tot. So. Vielen Dank für den Kill. Ich weiß es ja zu schätzen. Vielen Dank für den Kill. Ich weiß es ja zu schätzen. Und vielen Dank für den Kill. Ich weiß es ja zu schätzen. Ah, jetzt hat der sogar Killstreaks. Verdammte Scheiße. Ich muss schon gerade sagen, verdammte Axt. Hier drinne. Was? Er hat überlebt. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Bisschen überfordert gerade. Wow, nice. Ich führe sogar wieder. Aber ich denke, ich werde mir weiterhin Mühe geben müssen. Ich muss sagen, jetzt strenge ich mich an. Bei sowas strenge ich mich immer richtig an. Scheiße. Hab mich gestunt. Und er führt wieder. Ach, das kann nicht wahr sein. Da oben ist einer. Gott, ich spawn hier aber auch so vermehrt, Alter. Nein. Alter, ist das knapp. Ach Gott, das kann nicht wahr sein. Ich will mich konzentrieren müssen, damit ich das noch gewinne. Wir verlieren diesen Kampf. Wieso verliere ich denn? Was? Verstehe nicht, wieso... Was? Wieso verliere ich? Ach du Scheiße. Ich bekomme auch keine Kills mehr ab, so wirklich. Wieso? Ich weiß nicht, woran das liegt. Hab keine Ahnung. Vielleicht an der Waffe, ich weiß nicht. Oder einfach nur, weil ich schlecht spiele. Ja, ne, wechseln wir kurz die Waffe. Ich will mal gucken, wie es aussieht mit einer anderen Waffe. Ja, die Connection ist nicht so gut. Ach du Scheiße, was zum Teufel. Ach du Scheiße. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ich treffe nichts mehr.
Ich bin ein bisschen verzweifelt gerade. Und auch irgendwie traurig. Weil die gerade so ein Camper gegen mich gewinnt. Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Und ich bin echt richtig traurig. Ja, scheiße. Ja, ich hab verloren. Wow. Ich hab so Lust zu weiden gerade. Ich bin da ein bisschen verzweifelt. Kennt ihr das, wenn ihr Lust habt zu weiden? Diese Verzweiflung aber auch, Alter. Die ist echt richtig groß bei mir gerade. Ach du Scheiße. Ah, der Typ mit der Skahage hat gewonnen. Ich habe mich nicht genug konzentriert, habe ich das Gefühl. Sogar ziemlich eindeutig. Ich weiß nicht wieso. Vor allem, der ist auch wirklich nicht gut. Also, ernsthaft nicht. Ich sehe das immer Spielern an, ob sie wirklich gut sind. Aber der war halt nun mal nicht so gut. Der hat halt, ich glaube, der stand halt irgendwie zur richtigen Zeit an der, ich weiß nicht. Weiß nicht genau. Gut, nehmen wir auch mal die Skaha. Irgendwie hat mir das Lust gebracht, die Skaha zu nehmen. Habe ich auch gar nicht hier benutzt, ne? Was mich ein bisschen wundert. Und das ist auch tatsächlich eine der Waffen, an dem ich keine Tarnung bevorzuge, weil die Waffe so auch sehr, sehr gut aussieht, finde ich. Ja, scheiße, ich bin ein bisschen so verzweifelt. Ach, ich weiß nicht, ich fühle mich echt nicht so toll, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht erklären. Weil der Typ ist echt nicht gut, Alter, ich weiß nicht, ey. Ich muss so weinen irgendwie gerade. Komm schon, weine, Danny, weine. Lass die Zähne flutschen. Lass es tun. Rafi. Der Typ ist so schlecht, Alter. Ich zeig ihm den Mittelfinger, wenn ich ihn sehe. Hier, ich schreibe ihm eine Nachricht, Alter, weil er schlecht ist. Spielerkarte ansehen. Hier, Nachricht senden. Sprachnachricht. Ich habe mein Mikrofon nicht angeschlossen. Doch. Kann ich anschließen. Nee, geht nicht. Mein Astro hat irgendwie Probleme bei dem Dings da. Eine Hater-Nachricht schicke ich ihm. Aus Verzweiflung. You suck dick. Also er bläst hart. Also, nee, dick, also fett. Er bläst fett, genau. Ding dick, also, ne? Genau. Okay. Nein, das wollte ich gar nicht. So, nice. Mal sehen, wie es aussehen wird. Ach du Scheiße. Also heute ist entweder... Im letzten Part habe ich hier total geraped, aber im Moment... Ach du Scheiße, was? Oh meine Güte, komm schon. Hör auf, so Scheiße. Ach, das ist der schon wieder. Hab ein bisschen Angst, dass der wieder führt. Das nervt mich irgendwie. Ich will nicht, dass er nochmal gewinnt. Das wäre nicht so schön. Da oben ist einer. Den würde ich so gerne von hier holen. Das wäre so cool. Nachladen. Ja, scheiße. Ich muss Marathon rausnehmen. Vergesse ich immer wieder. Ach du Scheiße, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Mich nervt es immer, was ich verloren habe. Oh, du meine Güte. Da läuft er mit der Schrotflinte da lang. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Übrigens meine Leiche. Oh, du meine Güte. Wo spawnen die denn? Fick dich! Ach, der ist so dumm, Alter. Der schaut nicht mal... Es kann nicht sein, dass er jetzt hier gespawnt ist, oder? Was ist denn los heute mit den Spawns? Es nervt mich gerade. Vor allem, sobald ich einmal verzweifelt bin. Es kann nicht wahr sein! Spiele ich richtig schlecht, sobald ich einmal verzweifelt bin. Das ist automatisch bei mir so. Für die Leute, die es nicht wussten. Und ich bin richtig verzweifelt gerade.
Sobald ich ein Match verliere, verliere ich auch die nächste. Das ist so merkwürdig. Vielleicht lag es an der Vector. Vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Egal. Vergessen wir es einfach. So. Nice. Da, ah, fuck. Was? Heil. Ach, heilige Scheiße. Ich hätte den fast ermordet. Klingt aber auch so brutal, ne? Ermordet. Ich meine, die spawnen ja sowieso gleich wieder, also. 25 Gegner mit dieser Waffe. Ich finde, die Waffe sieht echt cool aus. Hat auch ein richtig geiles Iron Sight. Braucht man keinen Rotmondvisier für. Nice, so. Dann wollen wir mal sehen. Ich führe aber immer noch nicht. Das ist unglaublich, oder? Ich habe wirklich gedacht. Oh, scheiße, da ist einer. Ach, ich bin da. Ich bin da. Ja, ihr merkt schon, was ich falsch mache. Ich denke, ich werde auch verlieren, das Spiel. Ich denke, heute ist der Tag der Verlierer. Ja, heute ist der Tag der Verlierer und ich bin ein Verlierer heute. Und der Typ ist verführt sogar die ganze Zeit. Irgendwie traurig, muss ich sagen, aber na gut. Der Typ ist aber auch nicht mal gut, Alter. Der campt die ganze Zeit nur irgendwo. Ich bin zu verzweifelt, Alter. Scheiße. So, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aktiviere ich jetzt mal nicht. War nicht so eine schlaue Idee, denke ich. Da hinten war einer. Ach, scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ah, meine Güte. Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Jeder einzelne Kill zählt. Irgendwann bekomme ich noch hier im Road-Dokument einen Headshot mit der Predator. Damit ich euch allen zeigen kann, dass es wirklich geht. Es darf nur gar nicht laggen. Es darf nur nicht laggen und man muss sehr präzise sein. Und auch ein bisschen Glück haben, dass die Gegner wirklich nichts mitbekommt. Weil je mehr man sich bewegt, desto... Ach du Scheiße. Oh, meine Güte. Oh, wie? Ah, ich hab den Kill bekommen. Ha! Er war sogar der Letzte, den ich gekillt habe. Oh, wie ich den hasse, Alter, wie ich den hasse. Ich hasse ihn so extrem. Mal gucken, ob irgendwie was geschrieben hat. Ich mache mal die Nachrichten an. Mir scheißegal, dann bekomme ich natürlich 1000 Stück, aber gut, egal. Mal sehen. Nee, hat er nicht. Er hat sich nicht auf mein schlechtes Niveau begeben. Das ist natürlich schon eine gute Nachricht, für ihn zumindest. So, wollen wir die Map wechseln? Ich werde nochmal gegen ihn gewinnen wollen. Weil er hat einmal gegen mich gewonnen. Das heißt also, ich muss 10-mal gegen ihn gewinnen, um das Ganze auszugleichen. Damit er sich nichts einbildet. Und nur weiß, dass es nur Glück war. Vor allem, was er sich wohl denken muss. Er ist Prestige 10. Hat sich wahrscheinlich gehackt, weil er ein kleiner Hacker ist. Und er denkt, er wäre gut. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich muss ihm mal zeigen, was wirklich gut ist. Ja, definitiv. Was für ein kleiner Pisser, ne? Die Oi, mal gucken, ich schau mal kurz auf seinen Links da. Spielerkarte. Franzose. Franzose, Franzose, Franzose. Okay, ich lache ihn mal aus ein bisschen. Ha. Ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, nice. Terminal. Terminalski. Ha, ha, ha. Das geschieht dir. Bla, bla, bla. Ich bin mal aus Spaß. Jetzt habe ich eine Killstreak weniger. Bestens.
Scheiße. Er hat mir eine Nachricht geschrieben, das will ich sehen. Okay, ich habe gewonnen, er ist verzweifelt. Besser so für ihn. Gut, spielen wir mit der Tar, damit wir nochmal gewinnen. Keine Gefangenen, Kameraden. Ja, bestimmt, Alter, guter Anfang. Da gewinnen wir bestimmt so. Ach du meine Güte. So gewinnen wir bestimmt, alles wird gut. Das ist echt ein kleiner Bastard, muss ich sagen, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter, was geht denn hier vor sich? Was mache ich hier eigentlich? Bin ich auf Droge oder was? So, vielen Dank. Ich will natürlich 100%ig gewinnen. Ja, ohne Scheiß, dieses Aiming ist einfach einzigartig. Einzigartig so richtig beschissen. Also die Connection ist auch total scheiße, also sorry, aber... Da würde es mich ja freuen, wenn wenigstens irgendwas treffen würde. Vielen Dank. Headshot, sehr schön. Vielen Dank. Oh yeah! Wer ist hier nun der Sniper, Alter? Komm her, meine kleine Harrier. Hab ein bisschen Spaß mit den Gegnern. Da kommt einer. Ach, scheiße. Ich wette mal, die machen hier keine Kills. Das ist so selten. So. Was? Ich bin trotzdem gar nicht so weit am Führen. So bescheuert, Alter. Also wenn ich jetzt noch verliere, dann... Ich weiß nicht, Alter. Oh, ja, der Host hat gewechselt. Würde ich auch sofort rausgehen, Alter. Würde sofort rausgehen. Schon wieder er, ne? Was? Okay, ein Spiel machen wir noch. Ach du Scheiße, Alter. Ist einfach rausgegangen. Einfach so. Oh, ich hasse das so, Alter. Ohne Witz, Alter. Das macht keinen Spaß, Alter. Na super, jetzt. Ja gut. Das Spiel geht ja sowieso nicht so lange. Also ist ja vollkommen egal, weil wir haben ja sowieso nicht mehr so viel Zeit für diesen Part. Der muss ja gleich enden, leider. Ist natürlich mal blöd, aber ja, egal, ne? Wir sehen uns ja dann morgen wieder. Oder gleich, wer weiß. Vielleicht schaut ihr noch ein anderes Video von mir, dann seht ihr mich sofort. So ein Schild auf dem Rücken zu tragen, ist keine schlechte Idee, muss ich sagen. So, der Typ kommt hier lang, oder ist er drin, in diesem Haus? Achtung, feindliche Vorräte. Hä? Wo ist er? Ach, hier. Ja, das gewinnen wir nicht mehr. Nee. Vielleicht mit einem Payflow. Payflow ist hier sehr effektiv. Auch wenn man es nicht glaubt. Wow, nice, Alter. Ich liebe es einfach. Ach du Scheiße. Ja, gut. Ist mir auch eigentlich vollkommen egal, weil wir hatten halt noch ein bisschen Zeit und dachte ich mir, okay, Überlänge ist immer besser als zu kurz. Finde ich persönlich. Hä? Was? Wie schlecht? Was war das denn bitte? Habe ich noch nie ge... Was? Oh, verlass. Okay, Host wird gewechselt. Na super. Welches Level sind wir eigentlich? 34. Es dauert noch ein bisschen. 70? Ich meine, es dauert eigentlich noch sehr lange, wenn ich es überlege. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was mache ich da? Kann er nicht einfach gewinnen? Irgendwie will ich einfach nur, dass er gewinnt und mich in Ruhe lässt, Alter. Was?
Ich habe damals so vor ein Leben bei. Ich habe damals mal von einem Leben bei COD geträumt, dass man nicht rumschreien muss, aber. Ja, es war alles so Unsinn. Das gibt's gar nicht. Gibt's nicht. Wenn ihr COD spielt, müsst ihr rumschreien. Achtung! Feindliche Vorräte! Ich frage mich aber, ob es auch Leute gibt, die das voll, denen das voll egal ist, wie oft sie sterben. So. Nee, gewinnen werden wir nicht mehr. Er braucht nur noch 2 Kills. Der wird natürlich sein Bestes geben, um diese 2 Kills zu bekommen. Ich würde ihn eigentlich stacken, aber natürlich kann auch ich nur aus dieser Distanz verfehlen. Das ist bei mir alles total realistisch. Okay, 8-7, mein letztes Spiel. Sehr, sehr geil. Da ist sogar It's Freezy nachgejoint. Der hat mir nämlich gerade eine Nachricht geschrieben. Keine Ahnung, was der von mir will. Aber lass uns mal nachsehen. Danny. Dieser Nachjoiner. Aber er kann. Doch, er kann. Na klar, er kann nachjoinen, stimmt. Ja, ist immer noch ein Nachjoiner. Da ist er ganz glücklich jetzt. Aber ja. Ist mir egal, denn Freezy ist nachgejoint. Afghan. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Obwohl es geht. Okay, dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, abonnieren. Oh, ich bin nicht rausgegangen, scheiße. Ah, egal. Bewerten, kommentieren nicht vergessen für mehr Videos von mir. Und abonniere jetzt meinen Kanal für mehr Videos von mir. Was haben wir für eine Nachricht? Hi, Digga, geil. Beste Nachricht ever, die ich jemals bekommen habe. Genau. Link in der Beschreibung zu Game Key for Me. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao.